Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin euer Basti. Ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir ja unser Haus gebaut hier. Ich habe jetzt hier uns noch einen kleinen Vorbau gemacht mit ein paar Zäunen und einem kleinen Dach und Druckplatten. Und ich habe noch die Fenster vervollständigt. Und ich denke mal, wir machen jetzt definitiv weiter. Wir müssen mal sehen, dass wir hier vielleicht endlich mal ein bisschen Farming betreiben. Hier haben wir ja auch einen kleinen See. Aber was natürlich noch viel interessanter ist, ist, dass wir hier unten irgendwo Zombies haben. Hier unten in der Höhle sind irgendwo Zombies. Ich habe mir hier schon mal einen kleinen Weg reingebaut. Aber irgendwo ist hier Wasser und ja, ziemlich viele Zombies, denke ich mal. Oder zumindest einer. Die Frage ist natürlich, wo sind diese Zombies? Ich höre die hier definitiv. Die Frage ist nur, in welcher Richtung befinden die sich? Eigentlich muss ich den Platz finden, wo die sich aufhalten, damit die hier wegkommen. Aber ich bin auch noch nicht so weit von der Tiefe her. Okay. Gut. Da ist schon mal ein Baby-Zombie. Okay. Was bist du denn hier? Okay, hier haben wir auch noch eine Höhle. Und hier haben wir natürlich auch noch das Wasser, ne? Vielleicht war es ja das, was ich gehört habe. Jetzt habe ich natürlich keine Fackeln mehr, das ist schlecht. Aber hier unten ist Kohle, Gott sei Dank. Ich brauche nämlich auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Kohle, um mir Fackeln zu machen. Die müssen wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal komplett mitnehmen hier. Ich hoffe doch mal, das ist ein relativ großes... bleib doch mal hier unten. Ich hoffe doch mal, dass das ein relativ großes Vorkommen ist hier. Damit wir das alles ausbeuten können hier. So. Das sieht schon mal gut aus. Es geht definitiv noch weiter. So, sehr schön. Das Kohlevorkommen haben wir uns geholt. Eigentlich müsste ich hier unten eine Tür reinmachen, dass hier nicht Zombies kommen, ne? So, wir machen uns definitiv erstmal jetzt ein paar Fackeln. So, sehr schön. Jetzt packen wir erstmal eine hin, dass hier keine Monster kommen. So, sollte ich mal hier... Oh, hier ist noch Eisen. Sehr gut. Und irgendwo sind hier noch Zombies. So, jetzt machen wir erstmal das Wasser weg hier. So, wo seid ihr? Wo treibt ihr euch rum hier? Eisen ist definitiv erstmal gut, um uns vielleicht... Geh weg. Ich hab dich gehört. Boah. Nicht so prickelnd, ne? Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Stein. Hier ist nichts weiter. Gut. So, wir müssen natürlich unser Häuschen noch ein bisschen weiter bauen. Zuerst haben wir hier noch den Ofen. Da können wir noch die restliche Kohle reinpacken und das Eisen. Dann haben wir hier noch verrottetes Fleisch. Das Fleisch behalten wir mal. Das kommt weg. Moment, hier ist noch Weizenkörner. Wir haben noch Eichensetzlinge. Die werde ich jetzt erstmal hier draußen irgendwo hinpflanzen, damit wir hier noch ein paar Bäumchen kriegen. So. So. Und so. Okay, sehr gut.
Jetzt müssen wir natürlich unser Hütchen hier noch ein bisschen weiter bauen, dass wir hier das Dach drauf kriegen. So, ich hatte ja, glaube ich, schon, hatte ich hier schon weitergebaut. So. Nee, das möchte ich nicht. Der kommt weg. Der kommt weg. So, dann ist nämlich unser Hütchen auch zu hier oben. Könnten wir noch einen kleinen Schornstein draufbauen? Da bräuchten wir aber ein Lagerfeuer, glaube ich. Den Aufgang hier lasse ich erstmal. Ich habe natürlich auch hier noch ein paar Wege gebaut, ne? Und unser Bettchen werden wir jetzt erstmal. So. Unser Bettchen werden wir jetzt erstmal hier rüber in unsere Hütte, verpflanzen. Die Frage ist, wo packen wir das hier hin? Irgendwo in der Ecke. Dann könnten wir uns noch eine Werkbank machen. Die packen wir hier unten irgendwo. Packen wir die neben unser Bett oder packen. Nee, fackeln möchte ich nicht. So, da ist unsere Werkbank. Die ist hier im Boden drin. Sehr gut. Die Türen gehen auf. Wir könnten vielleicht sogar noch eine zweite Etage irgendwo reinmachen. Oh, ich habe Hühnchen gehört. Da ist ein Huhn. Hallo. Ich brauche einen Stall. Das ist auf jeden Fall auch erstmal wichtig. Aber wir müssten theoretisch gesehen erstmal hier ein bisschen Farming betreiben. So. Wir haben ja hier einen See. Okay, wie machen wir das denn am besten? Müssen wir mal schauen, dass wir uns hier ein paar Beete anlegen. So. Wenn wir den Fluss oder den kleinen See hier erstmal begradigen, dann könnten wir in der Mitte ja schon. Könnten wir ja in der Mitte hier schon die Erde lassen. So. Okay. Wie macht man das dann am besten? So. Okay. Sehr schön. In der Mitte können wir auf jeden Fall. So. Hier lassen wir eine Wasserstraße und. So. Sehr gut, das haben wir mal ein. Dann machen wir hier. So, hier, hier, hier. Und hier drüben machen wir dann auch noch. Oh, jetzt habe ich keine Erde mehr. Das ist natürlich schlecht. Und es wird dunkel. Wir gehen einfach mal hier drüben lang. Dann können wir nämlich hier auch einen Weg lang bauen. So. Es muss natürlich erstmal alles dann wieder mit Gras voll wachsen, ne? Eine Hacke brauche ich auch noch. Eine Hacke habe ich auch nicht. So, mal sehen hier. Schön vom Haus weg. So. Okay. So, sehr gut. So. Okay, jetzt haben wir hier Feld, hier Feld, hier Feld. Und jetzt muss ich aber schlafen gehen, weil da kommen die Zombies. Bett ist hier drinne. Bin da mal weg. So. So, die Zombies verbrennen nämlich jetzt. Sehr schön, hallo. Okay,
Du zündest mir mal nichts an. Da hinten ist auch noch ein Huhn. Da war ja die Wüste. Da ist eine Kuh, das ist sehr gut. Eigentlich. Oh, jetzt ist meine Schaufel kaputt. Ich wollte ja eigentlich jetzt einen Weg rumdrum machen. Gut, da muss erstmal das hier alles noch voller Gras werden, damit ich hier außenrum einen Weg kriege. Das muss natürlich weg hier, der Baum. Den kann ich hier nicht stehen lassen. So, Momentchen mal. So. Sehr gut, das Holz nehmen wir mit. So, jetzt brauche ich. Das packen wir mal da hin. Hier haben wir Gras, hier haben wir noch Akazien. Baumsamen. So, kommt da ein Baum hin. Jetzt eine Schaufel und eine Hacke brauche ich, ne? So, eine Eisenschaufel, da brauche ich natürlich mein ganzes Eisen. Hallo? Welches ist hier? Skelett, willst du mich verarschen? Was treibt sich hier ein Skelett unter meinem Baum rum? Ich muss die Kiste abbauen. So, kriege ich natürlich nicht alles mit. Aber die Kiste muss ja hier drüben ins. So, jetzt kommt erstmal das ganze Material hier rein. Moment, die weiße Wolle packe ich mal hier hin. Das noch, die Eisenbahn hier unten, den Braustand hier unten, das Holz kommt hier hin, das ist auch noch Holz, das behalte ich mal, den Bruchstein. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt alles hier rein erstmal. Eisenklumpen habe ich auch noch, so ein bisschen sortieren. Weizen, Bambus, Zuckerrohr, das ist alles Monsterstuff hier. So, okay, was ist das? Akaziensetzling, den nehme ich natürlich noch mit. Den pflanzen wir noch aus hier. So. Dann müsste ich auch langsam mal wieder ein bisschen was essen, ne? Hallo Hühnchen. Okay. So. Jetzt sammeln wir das restliche Zeug noch ein hier. Genau, Melonen kann ich ja auch, glaube ich, machen. Die Werkbank, die lassen wir mal hier stehen. Den Ofen. Da kann ich mir eigentlich einen neuen Ofen machen. Achso, jetzt habe ich mein Dings nicht mehr. So, Sandstein kommt mal noch dahin. Das Leder packe ich hier hin. Die Zäune zum Bauen brauche ich definitiv. Das ist Monsterzeug. Das ist meine Spitzhacke. Eichenholz, Melonen kommen dahin. Äpfel kommen dahin. Die Erde behalte ich mal. Hier habe ich noch ein Steinschwert. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich kann doch bestimmt hier nicht das dahin packe. Kann ich Melonensamen machen, genau. So. Dann nehmen wir das mit und das mit. Mal gucken, ob ich mir eine Steinschaufel noch machen kann. Jawohl, kann ich noch. Und eine Steinspitzhacke. So eine Eisenhacke. Ah, da brauche ich zweimal. Da brauche ich zweimal. Ach, ich habe ja noch Eisen im Ofen. Moment. Ofen mache ich mir zwar neuen. Aber dann nehmen wir mal noch ein bisschen die Kohle raus und das Eisen. So, dann mumpeln wir mal ganz schnell was. Sehr gut. Dann brauche ich den Bruchstein für den Ofen. So. Sehr gut, die Kohle. Den Ofen packe ich hier an der Ecke. So. Dann eine Eisenhacke. Okay, das sieht gut aus. Jetzt können wir hier schon mal ein bisschen pflanzen. Die Frage ist, okay, ich hätte hier vielleicht, möchte ich vielleicht einen Zaun hinmachen noch. Das heißt, hier kommt noch Erde hin.
So, Moment. Hier müssen wir mal noch. So. Hier machen wir Weizen hin, denke ich mal, an der Stelle. Es müsste eigentlich alles bewässert sein. So. So, sehr schön. Das war's schon an Weizen, das ist nicht gut. Okay, dann Melonen hier drüben. So, da haben wir 10 Melonensamen. Sehr gut. Und hier kommt halt der Zaun rumdrum, ne? So, die Erde sammle ich noch ein. Hier können wir sogar noch ein bisschen weiter gehen. Ein bisschen Terraforming betreiben. So. Okay. Sehr schön. So. Und jetzt kommt, wie gesagt, hier ist der Weg einmal rundherum. So, den bauen wir natürlich da noch ein bisschen aus. Hallo? Ach, hier brauche ich erstmal Gras wieder, ne? Okay. Erde. So. Da noch ein Weg rumdrum. Und hier hinten haben wir ja noch sogar ein bisschen Bruchstein. Hier muss definitiv erstmal Erde rein. Sonst passt das ja nicht. So, Gras. Sehr gut, hier bildet sich Gras. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir hier vielleicht schon einen Zaun rumdrum bauen. Ich habe ja, glaube ich, noch ein... Oh Gott, was war das denn hier jetzt? Warum baue ich meine Hütte denn hier? So. Das nehmen wir mit. Bruchstein kommt rein, Eisen kommt rein. Mond kommt rein, den Akaziensetzling. Den packe ich wieder hier hin. So, und das habe ich hier noch zweimal. So, Weizen. Und jetzt brauchen wir Zäune. So, wie kriegt man denn Zäune hin? Da brauchen wir auf jeden Fall Stickies. Akazienholzzäune brauche ich, ne? So. Ich habe kein Akazienholz mehr. So. Hier habe ich noch Akazienholz. Sehr gut. Dann kann ich ja das als... So. Ne, Tropen nicht. Eichen auch nicht. Hallo? So. Brauchen wir natürlich auch noch ein Akazientor. Wo kriege ich denn jetzt das Tor her? Eichenholzzaun. Tor habe ich noch nicht. So ist der Zaun und wie ist das Tor? Okay, ich habe keine Stickies mehr. Jetzt habe ich auch kein Akazienholz mehr.
Aber mit 37 Zollen sollte ich doch... Oh, es wird Nacht, ne? Ich kann aber noch nicht schlafen. Warum kann ich noch nicht schlafen? Jetzt kann ich schlafen. Sehr schön. Okay, dann machen wir im nächsten Pod weiter, würde ich sagen, mit unserer kleinen Farm. Oh, was für ein wunderschöner Sonnenaufgang. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.